Stürmische Grüße und damit zum Reiher und willkommen zurück zu Witcher 3, dem Spiel im Toussaint, wo es allerseits ritterlich zugeht. Wir sind hier gerade beim örtlichen Ritterfest, ausgegeben von Herzogin. Ach nee, warte, halt, falsches Spiel. Naja, wie immer sei, ja, Ritterfest stimmt aber allerdings. Wir sind tatsächlich hier irgendwo bei dem örtlichen Ritterfest, wo es irgendwie den Leuten sehr darauf ankommt, hier zu gewinnen, weil man hier sich die Tant der traumhaften Tochter der Turnierveranstalterin gewinnen kann, wenn man es denn hier irgendwie schafft, zum Knappen geschlagen zu werden. Beziehungsweise zum Ritter. Das Ganze ist ein bisschen komisch. Weil. Warte, muss ich da hin? Ich will mal Tab drücken für die Karte, aber das ist in diesem Spiel nicht die Karte. Nee, da will ich nicht hin. Wo will ich nochmal gleich hin? Ist das weit? Wo genau will ich hin? Trefft sie am Wegschrein? Ja, welchen Wegschrein denn? Ach, den da. Von der Kaulenschrei. Genau, das Ding ist nämlich, wir sind hier in einer Welt, ich habe es auch in der Episodenbeschreibung von Episode 1676 geschrieben. Das Ding ist, das ist offensichtlich, sind ja irgendwie Männer und Frauen, so was so Berufe angeht, irgendwie so pseudo-gleichgestellt. Also irgendwie, es gibt ja Ritterinnen, die hießen schon damals, woanders hießen die schon alle immer, in Hochfels hießen die wie Dame irgendwas, irgendwas. Also als Frau kannst du durchaus eine Karriere an der Waffe anstreben, es gibt ja auch Stadtwachinnen. Aber trotzdem wird hier wieder die Hand der Tochter verkauft. Ich finde, sie hätten all the way gehen können und irgendwie das da auch einen Sohn machen können. Das hätte es irgendwie interessanter gemacht. Vor allen Dingen, weil dadurch, dass es ja auch Ritterinnen gibt, oder die Damen, stellt sich jetzt schon die erste große Frage, was passiert denn, wenn einer der Frauen die Hand gewinnt? Kriegt sie denn auch die Tochter, wenn die Tochter ja keinen Bock darauf hat? Weil sie nicht in der Richtung geneigt ist? Und genau andersrum könnte man das aber den Männern machen. Was ist denn, wenn ein stolzer Ritter den Sohn kriegt? Was macht er denn mit denen? Adoptiert er den denn? Also, das ist halt, diese ganze Problematik haben sie jetzt natürlich wunderschön umschifft, indem die ganzen anderen Knappen alle nur Männer sind. Wahrscheinlich ist der große Twist hier, dass diese Kindheitsfreunde sich schon jeher gut fanden, aber das mit der aber auf jeden Fall, dass sie schon immer gut finden und dann gestehen sich ihre Liebe. Weil so richtig ein großes Fass wird ja hier eh nie draus gemacht, ob die Beziehungen, ob die jetzt gleichgeschlechtlich sind oder nicht. Sondern in der Regel passiert das einfach und wir nehmen das jetzt einfach so hin. Das wird nicht weiter kommentiert, weil es normalisiert ist. Okay, aber trotzdem scheint es irgendwie zu sein, wenn die Tante der Tochter verkauft wird. Oder ist also Marketing, was weiß ich. Hier ist das Ding, ich weiß immer noch nicht, warum Geralt zum Reiher geschworen hat beim Ritterturnier. Ach, keine Ahnung. So, guten Tag, Isobel. Uff. Ich dachte, ich hörte Snack in der Ferne schreien. Er ist ebenfalls ein Aspirant und ein absoluter Eselshintern. Aber was kümmert er uns? Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, in der Tat. Also Snack habe ich ja auch schon in meinen Notizen. Ich wusste es halt. Na gut, wohin genau gehen wir? Bei dieser Prüfung haben wir einen kleinen Vorteil. Der Älteste ist ein Zaubermeister namens Erlibru. Praktischerweise ist er ein Freund meines Vaters. Er hat mir immer Geschichten erzählt, als ich noch klein war. Lustiger kleiner Mann. Wie alt ist der? Und wir müssen den Stab stehlen? Das würde ich niemals tun. Stehlen ist, nun, unritterlich. So wie ich Erlibru kenne, wird es bei der Herausforderung eher um Denken und Logik gehen, als um Magie oder Hinterlist. Ja, das könnte aber auch bedeuten, meine liebe Dame, dass er dich wesentlich mehr prüft als alle anderen Leute, weil er dich kennt und halt sehen möchte, wie du erfolgreich bist. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Nun gut, wo ist denn dein Zaubermeister? Gut, wenn ich mich richtig erinnere, wohnt er in einer kleinen Grotte im Süden bei der Küste. Der Älteste des Eichenordens schätzt seine Privatsphäre. Weiß nicht, ob ich schon mal was von einem Ritter und von einem Magier gehört habe. Haben nicht die Kaiserlichen einen relativ stolzen Orden von Kampfmagiern? Ich kann mich dunkel erinnern, dass da Abnotan ganz vorne mit dabei war, oder nicht? In den Geschichten geht es bei Rittern wohl immer um Schwerter und Ruhm. Aber die Druiden gibt es hier eigentlich schon ewig. Jedes Kind der Systrin lernt ein kleines bisschen über Runen und die Natur und den wahren Weg. Und weil alle, warum man den wahren Weg heißt, und weil alle Bretonen irgendwie zumindest eine partielle Magiebegabung haben, die zumindest für so ein bisschen Licht reicht, ne? Also ein Zusammenschluss von Druiden, die Waffen haben? Das waren sie früher, denke ich. Aber nein, heute kann ihnen jeder beitreten. Sogar Zauberunkundige, die sich in den Wegen von Ifre bilden wollen. Eine weitere Eigenart des Lebens auf Hochinsel. Ich weiß nicht, ob das so eine Eigenart ist. Ich glaube, sie überhöht da gerade mal ihre eigenen Leute. So bin ich mal gespannt, welche Bedrohung wir diesmal zu rechnen haben. Bei der Grotte an der Küste hieß es, ne? Warte mal, der Weg ist auf der anderen Seite. Dann reiten wir da rum. Was ist hier los? Hier wird jemand von Korallenkrabben befreit. Lass sie nicht an mich herankommen! Okay, warum? Ihr
Ihr habt mich gerettet. Diese Krabben, sie wollten meine Beine mit ihren... Wie? Nicht noch eine! Nein! Ernsthaft? Nicht noch eine Krabbe! What? Kolossale... Warum sind die einfach weggerannt? Ach, Zynrik. Okay, also wir haben jetzt gerade gegen eine kolossale Korallenkrabbe gekämpft. Scherbe eines Gefährten. Und die Leiche ist einfach weggematscht, oder was? Okay, ich bin bitterlich enttäuscht, dass es für diese... Ich könnte mir nicht mal seinen Namen notieren. Ich weiß nur, dass er Zynrik oder so hieß. Ich kann nicht mal seines Namens gedenken. Ja, also er hätte wohl wegrennen... Die sind aber immer so schnell. Er hätte auf jeden Fall wegrennen sollen. Das wäre gesünder für ihn gewesen. Naja, gut. Schade. Das kannte ich auch noch nicht. Oh, jetzt, warum bin ich denn jetzt... Warum reite ich denn hier wie auf Steroiden? Das ist ja schrecklich. Ja, guck mal, Vulkan. Hätte ich hier was machen an so einem Tod? Nee, oder? Ich hab die Quest ja nicht... Wenn ich die Quest dafür nicht hab, dann kann ich hier wahrscheinlich nichts machen, nehme ich mal an. Oder wird das hier irgendwie noch besser? Später? Dann benutzt die Sauer auch Sachen wieder neu. Vulkanesch. Okay, das war Vulkanesch. Neues Weil gibt mir gleich das Mana aus. Ja, schön in AOE reinrennen, das ist eine super Idee. So, war's das? Okay. Das ist einfach nur ein random Spawn, also wie diese komischen kleinen Löcher, die wir früher mal hatten, wo dann irgendwie aus einem kleinen Portal so 3-4 Titel rausgefallen sind, als sind sie wie verirrt. Da war ein Runenstein. Verflucht! Snack und Brelanal waren vor uns hier. Hinter mich knappen! Snack war zuerst da! Aha. Ah, der kam gleichzeitig an, ihr lallender Einfallspinsel. Nun, ihr kommt zu spät. Die Magie eines Zaubermeisters kann es nicht mit der Stärke und der Ehre dieses Aspiranten aufnehmen. Okay, für die Ehre. Ja, zum Reiher, wa? Aber sind wir denn... Was haben wir jetzt gemacht? Aber es sieht interessant. Nun gut, der direkte Weg führt uns hier wohl nicht ans Ziel. Ob ich diese Barriere wohl überwinden kann? Warum ist ihre Rüstung eigentlich dreimal feierlicher? Warum wird sie denn zur Katze? Mausfluch? Erlibro zeigt Aspiranten gegenüber wohl keine Gnade. Aha. Achso, wir können mit ihnen reden. Ich glaube, der Schlüssel zu dieser Sache sind die Säulen. Seht sie euch an. Gewissenhaft. Warum kippt sie denn jetzt um? Ah, trotzdem sieht ihre Rüstung schon... Oh, sie hat so weiße Augen, als würde sie irgendwie so träumen. Also sie hat schon so ein... Also ihre Rüstung sieht wesentlich cooler aus als die von... Oh, ich brauche ein Nickerchen. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein sonniges Fleckchen, an dem ich kurz meine Augen schließen kann. Ey, guck dir mal die Rüstung an. Also die würde ich auch nehmen. Mit dem Schuppenpanzer und allem drunter. Wo ist denn Snack jetzt hin? Ah, hier ist Snack. Mein Kopf fühlt sich an wie ein Kater, ohne den Spaß zuvor getrunken zu haben. Seine Rüstung sieht irgendwie, wenn wir uns da oder Isobel angucken, sieht irgendwie nicht so gut aus. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Barriere berühren? Nee, ich dachte, wir hätten die Katzenpfotensäule. Eine Katzenpfote. Holzknotensäule? Seht euch den Ast hier an. Soll das vielleicht Zweiglinge darstellen? Und eine Waldreihersäule. Ein Vogel. Könnte ein Waldreiher sein. Ja, ich brauche Kontext, sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Dieser alte Mann. Ich weiß genau, wie wir die Barriere deaktivieren können. Er hat die Säulen und die Symbole aus einer Geschichte genutzt, die er mir als Kind erzählte. Das ist jetzt aber schon ein bisschen unfair, oder? Ich meine, woher sollen irgendwelche random Ritter, die gerade mal Knappe werden wollen, irgendwie irgendwelche Geschichten kennen, die Druiden vielleicht mal vor 1000 Jahren irgendwelchen Kindern erzählt haben? Wahrscheinlich geht's hier nicht nach Fairness. Ich meine, wenn du ausziehst, um welche Monster zu jagen, dann gehen ja auch so wie Leute, du das schaffst. Na gut, okay, wie geht die Geschichte? Fast wie die Faust aufs Auge. Ein alter Weiser errichtet eine Barriere, die sein Zuhause umgibt. Er will damit das kleine Mädchen, das er großzieht, vor einem furchterregenden schwarzen Ritter beschützen. Sie wächst zu einer mächtigen Kriegerin heran. Aber der Weise entlässt sie nur aus dem heiligen Hain, wenn sie selbst einen Weg hinausfindet. Freiheitsberaubung also. So. Na gut, und wie?
In der Geschichte waren die Symbole auf den Säulen der Schlüssel. Wie die Katze dort. Eine Katzenpfote ist eine hübsche kleine Blume, die in schattigen Wäldern wächst. Und der Vogel dort sieht aus wie ein Waldreiher. Ich wette, wir brauchen eine passende Feder. Okay, also müssen wir jetzt die Viecher töten. Alles klar, ich bin schon auf dem Weg. Und der Ast? So einen habe ich schon einmal gesehen. Das ist ein druidisches Symbol für Zweiglinge. In der Geschichte freundete sie sich mit einem an, der im Hain lebte. Sie trug einen Zweiglingsschleier, einen Kranz aus den Blättern, die sie jedes Jahr abwerfen. Hier, während ihr die Gegenstände sucht, bewache ich unsere Position. Es ist so klug, die Position zu bewachen, während die beiden da rumrennen. Okay, Reihe, Feder, Katze von Blumen, Zweiglingsschleier. Okay, dann mal los. Noch was dazu sagen? Alles, wonach wir suchen. Sollte in der Nähe sein, ja. Und die anderen beiden? Ich brauche ihn. Okay. Gut, ich sehe schon einen Reiher. Piu, bumm. Piu. Gut, dass ich auch den kompletten Reiher töten muss, um die Feder zu kommen, ne? Das war zum Glück überhaupt nicht brutal. Okay, dann töten wir noch einen Zweigling. Da hinten war übrigens die Rune. Ob mir das irgendjemand übel nehmen würde, wenn ich einfach rüber levitiert hätte? Weil wir leben ja in einer Zeit, in der Levitation noch nicht illegal ist. Also es wäre voll okay gewesen. Ob der Druide das auch akzeptieren würde? Oder wenn man einfach rüber geklettert wäre? Weil die Barriere geht ja jetzt nicht so hoch, ne? Das ist ja noch lustig. Ist hier anfest? Oh, guck mal, er schubbert sich. So, gut. Katzenfutter haben wir. Da vorne ist ein Aussichtspunkt, den ich irgendwie schon entdeckt habe. Sieht hier so ein bisschen desolat aus, die Landschaft, ne? Aber man hat hier jede Menge Bären. Was ist das? Warum sind hier goldene Fußabdrücke? Muss ich das verstehen? Okay, warte, ich folge diesen Fußabdrücken jetzt mal. Und, okay, gewählt. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch gar nicht golden. Das soll Dings sein. Weil Zweiglinge töten war auf jeden Fall nicht der Plan. Ja doch, das ist schon ziemlich golden, ne? Ja, lieber Zweiglinge, beruhige dich doch bitte mal. Das ist auch geil, dass wir ungefähr zwei Zweiglinge töten, um dann... Irgendwie ein Kranz aus. Ich bin jetzt hier. Achso, die hat die beschworen. Na gut. Dass wir jetzt hier. Okay, wir töten drei Zweiglinge. Geister des Waldes. Um dann die eine kleine Krone aus fallen gelassenen Blättern der Zweiglinge zu nehmen. Das ist so nachwachsender Rohstoff halt. Okay, wir folgen jetzt weiter diesen goldenen Spuren. Das war nur an einer Stelle viel, ne? An die Waffen! So, das ist für irgendeine andere Quest? Bestimmt für irgendeine andere Quest, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Okay. Aber für welche andere Quest? Mehr Spuren? Ja, es führt uns bestimmt hier zur Höhle, oder? Der wir schon waren. Das ist ja unsere Höhle mit unserem besten Kumpel. Oder sollen das die Schleifspuren von Lingusterchen sein? Aber wir haben den Gusterchen ja nicht verfolgt. Ja, aber ich nehme mal an, dass wir uns in die Höhle führen, oder? Es wurde übrigens die Theorie aufgestellt, dass die Hadoloiden irgendwie sowas ähnliches wie die Droik sind. Wir erinnern uns an sie vor allen Dingen aus Morrowind. Aber sie kamen auch in Skyrim vor, oder? Was ist das schon wieder so lange her? Muss ich doch nochmal Skyrim nochmal aufs Neue durchspielen? Ich habe neulich mal durch mein... Was heißt neulich vor... Vorgestern durch mein altes Fallout New Vegas Let's Play durchgetippt. Oh Mann. Oh Mann. Sie liegen ja immer noch da. Wie lange hält denn das? Ich hatte gerade einen höchst merkwürdigen Traum. Ich glaube, ich war in einem Haus voller Katzen, aber keine von ihnen konnte mir helfen. War das die Magie des Zaubermeisters? Oh, ich habe plötzlich Heißhunger auf Fisch. Aber sicherlich doch. Nun, ihr und Aspirantin Isobel seid mir definitiv zuvor gekommen. Gute Arbeit, Sekundantin. Ihr leistet wirklich Großes dort draußen. Danke. Das ist das von ihm zu hören. Das bedeutet mir viel. Das da Ding seid ist ihr halt... ja wieder. Hoffentlich mit Federn und Ästen und Blumen. Wahrscheinlich geht er davon aus, dass wir nur eine Aufgabe machen würden, der immer noch easy die anderen beiden machen kann, ne? Ihr habt wohl alles. Legt die Sachen einfach hier auf die Säulen. Das sollte die Schutzzauber brechen. Naja. Seid vorsichtig. Warum schubst du das zurück? Ach so, weil ich muss das auf die Säule packen, nicht auf die Barriere. Ein Zweiglingsschleier, ein mächtiges Symbol. Nein, nicht die Barriere, woran...
Das ist ja schon wieder findiger, als es sein muss, ne? Alter. Katzenpfote, wunderschön. Achso, nee, ich muss einfach nur die Schilder anklicken. Anstatt die Barriere es unten. Es hat geklappt! Da rennen jetzt die anderen durch? Nö, die halten sich tatsächlich zurück. Wir hätten da trotzdem einfach rüberklettern können. Oder sieht auf jeden Fall sehr nach Märchen aus, das Ding hier, oder? Bessere Grafik-Engine hätte ich auf jeden Fall eine Menge gebracht. Da hinten ist noch so eine Höhle. Ob das hier... Ob das hier jetzt gleich so einfach endet, oder? Oh, nee, sprecht ihr mit ihm? Ich bin ganz verschwitzt. Warum bist du verschwitzt? Bist du nervös? Jetzt, da wir hier sind, könntet ihr für mich mit dem alten Mann reden? Oder du machst es, nachdem ich alles für dich... Das ist also wirklich... Na gut, erzähl mir, wie die Geschichte eigentlich hieß. Oh, Hallöchen! Ihr habt also das Rätsel meiner Barriere gelöst. Und sehe ich da hinten etwa die kleine Easy? Ja, ja, ganz recht. Man kann es so übertreiben mit den Tribal-Tattoos, ne? Na gut, ja, ich agiere als Sekundantin, auch bekannt als... Die Elfe, die alles macht, während die Leute hinter mir stehen und die Lorbeeren abgreifen. Stets zu Diensten. Also, ihr kanntet sie als Kind? Ja, ja, ja. Ich hatte gehofft, dass sie es ist. Sie erinnerte sich an die Geschichte von Mirietla Courageuse, was? Es freut mich, dass ihr beiden kommen konntet. Normalerweise sind hier heutzutage nur noch ich und die Waldgeister. Ich meine, er könnte ja auch Leute zu sich einladen, wie Seminare geben in seiner Bude hier. Wenn er sich so einsam fühlt, gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie man sich mit anderen Druiden... Die Story heißt übrigens wortwörtlich Mirietta die Mutige. Also, wirklich die Mutige ist sogar gegendert. Bei Courageuse, also das Ös ist halt das weibliche Dingsi. Wenn ich mich nicht komplett irre. Na gut, schön. Kann ich einen Stab nehmen? Natürlich nicht. Ihr löst das Rätsel, ihr nehmt den Stab. Das ist der Plan, nicht wahr? Er ist draußen, lehnt an der Hütte. Viel Freude damit, Sekundantin. Ja, besten Dank auch dafür. Jetzt aber los mit euch. Und passt auf, worauf ihr mit diesem Ding zeigt. Der Stab ist wie ich. Ja, er ist alt. Aber er kann einem Hasen noch immer die Ohren versengen, wenn man nicht aufpasst. Okay, sondern es kein Wabba-Jack ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden Stäbe, die ich mit mir rumtrage, wesentlich potenter sind. Na gut, du hattest also gehofft, Isabel würde die Prüfung bestehen. Das ist aber Schiebung. Oh, nein, nein, nein. Das wäre absolut unangebracht. Ich habe mir diese Herausforderung direkt aus den Seiten eines meiner Lieblingsbücher geholt. Könnt ihr mir das verübeln? Ich bin ein alberner alter Zaubermeister. Das ist ja prächtig. Tretet vor, Mädchen. Ihr müsst nicht in der Tür stehen, als wärt ihr noch eine Knappin. Ich denke, sie ist eine Knappin. Danke, ihr alter Ziegenbock. Nach all den Jahren denkt ihr immer noch an mich. Ja, was musst du sagen? Nun müssen wir uns nur noch den Stab schnappen, dann haben wir die Prüfung des Eichenordens im Sack. Also, im übertragenen Sinne. Ich habe keinen Sack, der groß genug für den Stab wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Das sollte es wirklich so einfach sein, dass wir diesen dummen Stab nur einfach nur einsacken und das ist gut? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach, jetzt sind die... Ah nee, sie ist auch wieder hier. Nun müssen wir uns... Okay, der Stab lehnt... der sieht aber sehr knochig aus. Der Stab der Wildwälder. Ein Magierstab aus Eichenholz, graviert mit druidischen Runen. Ja, man kann ihn nicht mitnehmen. Wir haben den Stab! Als ich hörte, dass Erlibru den Orden vertritt, wusste ich, dass wir das schaffen können. Gut gemacht! Sonst nicht? Na gut, bist du nicht froh, dass wir diese Prüfung hinter uns haben? Das bin ich. Diese Geschichten, die mir Erlibru erzählte, als ich noch klein war, sie sind mit ein Grund, warum ich heute am Turnier teilnehme. Und ich gebe es offen zu. Es ist schön zu wissen, dass ich ihm noch am Herzen liege. Ein merkwürdiger, wunderbarer Mann. Machen wir weiter. Du hättest ihn natürlich auch einfach mal so besuchen können. Oder ist sein Zeitplan so voll, dass das gar nicht geht? Na gut, dann Albatros. Die Acht über uns stehen mir bei. Naja, Prüfung. Zum Glück nicht. Unsere Prüfung wird es sein, die Verlust. Okay, gut, dann. Isobel? Was macht sie denn schon wieder Aurelia, draußen? Aurelia, was macht ihr denn hier? Mit Pferd. Seid nicht böse. Ich bin euch mehr oder weniger gefolgt. Ich hole euch gleich ein. Zuerst möchte ich mit Aurelia reden und sehen, ob es ihr gut geht. Hat die Pferd eigentlich einen Namen? Es tut mir leid, dass ich euch beiden hierher gefolgt bin. Ich würde nur so gern mehr helfen.
Ich werde es euch nie vergessen, wenn ihr mich aus dieser Zwickmühle befreit. Ah ja. Ja, das sehe ich doch schon, dass es da heimliche Liebe gibt am Ende. Na gut, wir sind auf dem besten Weg und so. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Es war grauenhaft, untätig im Kastell herumzusitzen. Alle warfen mir ständig mitleidige Blicke zu und es ist zwecklos, einen weiteren Streit mit Mutter anzufangen. Die paar Dialoge hatte ich schon, ne? Es gibt viele Aspiranten auf der Insel, die mich aus dem Versprechen meiner Mutter entlassen würden. Aber von ihnen ist dieses Jahr niemand im Turnier. Für Brelanal, Morton und Langley bin ich ein Gewinn, der deutlich zu wertvoll ist, als dass man ihn sich entgehen ließe. Langley ist so seicht wie ein Gezeitenbecken. Ihm geht es nur um mein Aussehen. Brelanal sieht nicht einmal eine Frau, wenn sie mich ansieht. Nur einen großen Stapel Münzen. Und Morton, meine Güte. Diesem Mann müsste man eine Partnerin auf dem Silbertablett servieren. Na, Brelanal ist aktuell eine Katze. Na gut, und warum? Wenn das nicht die Frage aller Fragen ist. Ich dachte, wir hätten das Thema einer arrangierten Hochzeit schon vor Jahren beigelegt, aber... Tja, ich liege ihr am Herzen. Und zwar sehr. Ich möchte so gern daran glauben, dass dies eine Kombination aus ihrem heroischen Wagemut und ihrer Liebe zu mir ist. Ja, Liebe, bestimmt. Hast du noch was in den Kommentaren? Die Katakomben liegen unter der Kapelle des Kastells. Bei der Treppe sollte ein Schlüssel liegen. Ich warte dort auf euch. Mit etwas Glück sollte diese Aufgabe nicht allzu kompliziert sein. Abgesehen natürlich von den Geistern. Und der realen Möglichkeit, dass die Konkurrenz schneller ist? Ja, was geht hier gerade vor sich? Natürlich. Drake, es tut mir leid. Okay, ich tschüss. Gut, das hatten wir auch schon. Können wir die beiden noch belauschen? Ich sehe schon, die ESO-Engine kann das nicht, dass du Gespräche... Also sie gucken sich jetzt einfach nur an. Das ist eigentlich fast schon enttäuschend, ne? Naja, gut, okay. Dann war das zumindest die erste Herausforderung. Die Barriere da wieder an? Ne. Naja, gut. Das ist schon recht müßig. Na gut, dann auf zur nächsten ritterlichen Quest. Das scheint sich ganz schön zu ziehen, das Ding hier, ne? Wenn das nächste Ding auch noch mal so lange dauert. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal.